Hallo, hallo, hier bin ich wieder. Und heute wollte ich ein kurzes Video machen. Habe mir überlegt, dass ich unter anderem den Mascara selbstverständlich wieder vorstelle. Heute in Verbindung mit dem 3D-Mascara. Ich werde ein schnelles Make-up machen, weil ihr wisst ja immer, ich bin jemand, ich habe nicht viel Zeit. Hallo Jana, hallo Birgit, hallo Regina. Freue mich, dass ihr dabei seid. Mal schauen. So. Und zwar Anja, hallo. Du bist ja auch gerade fertig mit dem Kochen. Hallo Sabrina. Ja, Anja, deine Kürbissuppe, die muss ich unbedingt mal nachkochen. Und selbstverständlich auch deine Brötchen, das Brot, was du da gemacht hast. Also tolle Sache. Anja macht ja immer super leckere Sachen mit ihren Thermomix, denn sie ist ja unsere Thermimaus. Kann ich euch schwer empfehlen, hier auf Facebook oder einfach auch mal auf YouTube gucken. Die Thermimaus, die macht ganz, ganz tolle Sachen. Die Vorführungen sind immer recht lustig, weil Anja ist eine tolle, lustige Kollegin, eine Freundin, eine ehemalige Arbeitskollegin. Und sie macht das immer ganz toll. Sodele. So, ihr Lieben, ich werde jetzt, wie gesagt, wieder ein kurzes Video machen hier. Wir werden heute ein bisschen schminken mit verschiedenen Utensilien. Ich werde heute den Hottie in Verbindung mit einem Lippenstift zeigen, weil auch das ist ja möglich. Viele Leute denken ja mal, der Hottie, der wird nur alleine verwendet. Den kann man alleine verwenden, natürlich, aber den kann man auch genauso gut über dem Lippenstift, über einem Lip Liner oder über den Splash überall drüber tragen. Hallo Gilbert. Gilbert, der macht auch ganz viele Live-Videos. Gilbert, ich finde das immer sehr interessant. Ich gucke dir auch gerne zu. Und ja, heute, Gilbert, bist du mal live bei meinem dabei. Das ist auch sehr selten. Und deswegen, ich werde heute mal alles wieder ein bisschen machen. Ich am besten, du willst auch einen Lippenstift, Gilbert, den kriegst du, kein Problem. Ich bringe dir den nächstes Mal einfach mit nach Flatterfing, kein Problem. Oder Gilbert, noch besser, ich lade dich demnächst zu einem Live ein, dann sind wir beide live und dann nimmst du mal die Produkte deiner Frau und ich nehme meine und ich glaube, das wird ein grandioses Video. Ich glaube, wir werden sehr, sehr viel Spaß haben. So, in diesem Sinne fange ich jetzt einfach an. Ich sage erstmal Hallo, ihr Lieben, alle zusammen. Und ja, ich werde jetzt wieder meine Brille absetzen. Wie ihr wisst, ohne Brille kann ich die Kommentare nicht mehr lesen. Ich sehe sie, aber ich kann sie dann nicht lesen. Ich werde vielleicht zwischendurch die Brille aussetzen oder ich werde einfach im Nachhinein eure ganzen Dinge kommentieren. Gilbert, ich nehme mich beim Wort. Wir machen das mal zusammen. Ich werde dich einladen. Wir sprechen das ab und ich glaube, das wird der Knaller werden. Das wird die Bombe auf Facebook werden. Hallo Manu, hallo Tatjana, hallo Uschi. So, jetzt muss ich auch aufhören mit dem Grüßen, weil sonst komme ich gar nicht mehr voran. Ich setze jetzt die Brille ab und ihr wisst, ab jetzt kann ich nicht mehr lesen, aber das holen wir dann nach. So, ihr Lieben, ich werde ganz schnell ein bisschen schminken. Heute werde ich mich mit dem Puder werde ich heute die Grundbase bilden. Ich nehme sonst gerne die Liquid Foundation. Heute soll es ein bisschen schneller gehen. Dann nehme ich einfach das Puder. Und zwar nehme ich da unsere Touch Puder, das Pressed Powder, nicht das Pressed Powder, sondern das lose Puder in diesem Fall. Das ist in der Farbe Organza. Und da werde ich ganz schnell mal eben die Base einmal legen. Ne? Ihr seht das glänzende Gesicht. Das soll alles mal ein bisschen weg. So. Zack, zack, muss das alles gehen. Ihr wisst ja, ich habe keine Zeit. Ich kann nicht so lange rumschminken. Ich bin nicht der Typ dafür. Gilbert weiß das auch. Bei mir muss alles fix gehen, ne, Gilbert? Wir kommen da aus der Rennszene und deswegen sind wir ganz besonders schnell mit unseren Dingen, so wie Gilbert auch immer recht schnell bei seiner Arbeit ist. So, das war schon das Thema mit dem Puder. Dann werde ich mal die Augenbrauen, die, ja, werde ich vielleicht auch noch mal eben nachziehen. Dann nehme ich einfach die Augenbrauenpalette. Und da ist mein Pinsel gerade nicht da. Den muss ich mir mal eben schnell hier aus der Pinselrolle rausholen. Und da ist er auch schon. Tada! So, dann nehme ich die Augenbrauenpalette. Ich habe die Palette Blond. Blond für die hellen Typen, so wie ich einer bin. Und da werde ich dann einfach mit dem hellen Farbton hier mir die Konturen einmal ziehen.
weil ihr wisst ja, bei mir ist immer nicht ganz so viel zu sehen, obwohl mittlerweile geht's etwas, weil ich nutze ja unser Lash-Serum. Und dieses Serum hat tatsächlich hier die ein oder andere Lücke jetzt schon aufgefüllt. Ich nutze das ja immer abends, dass ich mir das auftrage. Und ich muss sagen, also die Härchen sind sehr, sehr gut ja, nachgewachsen. Sie haben sich verdichtet. Das Ganze selbstverständlich auch mit den Wimpern. Ich werde jetzt nochmal mit der dunkleren Farbe auch mal eben einmal nachziehen. So, ne? Zack, zack. Erzählt doch mal, wie ist es bei euch heute? Bei uns ist das Wetter schön. Die Sonne ist zwar nicht so ganz klar draußen, aber es ist okay. Es ist schön, es ist trocken, es ist nicht windig. Es ist eigentlich ein schöner Tag, wie ich finde. Wie ist denn bei euch das Wetter so? Habt ihr auch schönes Wetter? Oder regnet es bei euch? Was ist bei euch so los? Also bei uns, wie gesagt, ist es hervorragend. So wollen wir es doch eigentlich haben. Trocken, schön, kein Wind, kein Regen. Wobei, es gibt ja auch Leute, die mögen Regen ganz gerne. Ich gehöre allerdings nicht dazu. Ich sage immer so schön, ich bin aus Zucker. Da lacht der ein oder andere wieder drüber. Sodele, das waren die Augenbrauen. Dann werde ich zu guter Letzt hier mit dem Wachs beigehen. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Hier an der Seite ist das Wachs. Und das Wachs, das, ja, das ist eigentlich wie eine Versiegelung. Ja, das heißt, das kommt hier oben nochmal drauf. Und dann hält das richtig schön lange. Ich sag mal so ein Puder, das würde ja sich ganz schnell wieder lösen. Aber mit diesem schönen Wachs hier wird das Ganze einfach fixiert. Das hält das, also es hält richtig lange. Ja, ich sag mal so, wer dann abends mal zu faul ist zum Abschminken, wird morgens seine Augenbrauen immer noch wiederfinden, ohne dass sich das Ganze irgendwo in der Bettwäsche abgenutzt hat, weil das da wirklich also mit quasi fest fixiert wird. Also eine tolle Sache, ne? Wenn ihr viel schwitzt, wenn ihr zur Hochzeit geht, viel tanzen müsst, was auch immer, einfach hiermit fixieren und dann bleibt das auch an der Stelle sitzen, wo es hingehört. So, das ist das Thema Augenbrauen. Das war schon mal ganz fix. Heute habe ich mir gedacht, geht es ja auch wieder um die Mascara. Ich werde selbstverständlich wieder mit unserem Epic anfangen. Epic und auch der 3D, sowie das Wimpernserum, was ich gerade hier nicht am Platz liegen habe, weil das ja oben ist bei mir im Zimmer, weil ich ja da oben immer das abends nutze. Deswegen liegt das nicht bei meinen Sachen, die hier unten immer ständig zum Schminken stehen. Und das ist ja im Moment ein super mega tolles Angebot, was ihr da bekommen könnt, wo unter anderem der Hottie auch mit bei ist. Schaut auf meine Seite einfach nach, da seht ihr die Angebote. So, ich fange wieder an mit dem Epic Mascara, Epic One Step Mascara, weil der eigentlich nur ganz alleine genutzt werden muss. Wie man immer sehr schön sieht. Ja, der macht also wirklich ganz, ganz tolle Wimpern. Hier sieht man Wimpern, ne? Schaut euch die andere Seite an, da könnt ihr nichts sehen. Und hier, wie von Geisterhand, sind sie plötzlich da. So, ich werde mir jetzt auch unten die Wimpern tuschen. Ihr wisst, das ist nicht mein Ding, aber wenn Kirsten zuguckt, ich weiß es gar nicht, die wird dann wieder schimpfen und sagen, ah, warum macht sie unten nicht? Aber ja, unten ist das nicht so einfach bei den Wimpern. Ich werde das jetzt mal versuchen. Testen wir das mal. So. Na? Unten, ja. Tuscht ihr euch auch unten die Wimpern? Naja, geht ja so, ne? So, was ich heute machen werde, ich werde heute nicht nur den 3D-Mascara nehmen, Entschuldigung, nicht nur den Epic-Mascara nehmen, sondern ich werde den gleich in Verbindung mit dem 3D nehmen. Das heißt, 3D ist der, wo wir eigentlich eine Grundbase schaffen. Die Grundbase habe ich in diesem Fall hier mit dem Epic schon gemacht, sondern ich gehe jetzt gleich direkt mit den Fasern darüber. Die Fasern, ich roll das ganz kurz eben auf den Handrücken einmal an, weil sonst sind die Fasern sehr lose. Und die Fasern nur von der Mitte bis oben hin. Nicht ganz am Rand ansetzen, sonst hat man den Effekt, was dann der ein oder andere sagt, oh, mir fliegen die Fasern immer ins Auge. Ist kein Wunder, weil wenn ihr ganz unten ansetzt, ihr seht ja so auch, dass die Fasern hier fallen, dann fallen die natürlich ins Auge. Also bitte nicht so tief ansetzen.
Ne? So. Die sind da jetzt einmal drauf. Und heute werde ich das, was ich auch angesprochen habe, immer, heute werde ich euch mal zeigen, den Effekt mit dem Föhn. Ja? Ihr seht ja jetzt, wie die Wimpern sind. Ich meine, die sind jetzt schon mal mega gegenüber dieser Seite, wo ihr gar nichts sehen könnt. Ja? Finde ich, ist ja schon mal ganz toll. Aber jetzt guck mal, was passiert, wenn ich den Föhn dazu nehme. Achtung, jetzt wird es etwas lauter. Jetzt werde ich das einfach mal ein bisschen hochföhnen. Sie hat die Haare schön. Okay, jetzt hat sie eine schöne Föhnwelle. So, guck mal, das hat doch einen tollen Bogen gegeben, richtig? So, und jetzt gehe ich mit dem Transplanting Gel, so heißt das, das sogenannte Gel zum Versiegeln unter anderem, was man einmal als First Step nimmt, dann die Fasern und dann zum Abschluss zum Versiegeln das Gel. Wie gesagt, ich habe jetzt den Epic als erstes genommen, weil der so super toll die Wimpern trennt, ja, weil er auch einen schönen Curl gibt. Und jetzt werde ich das Ganze hiermit versiegeln. Dong, da war er wieder. Der Faller des Föhns. Jawohl, ein Föhnfaller. Das ist immer live, gell? So, hiermit wird das Ganze versiegelt. Versiegelt deswegen, damit die Fasern nicht abbröseln. Weil auch das erlebe ich immer wieder. Dann kommen welche an und sagen, die Fasern haben gar nicht gehalten. Und dann habe ich gesagt, bist du denn auch mit dem Gel nochmal danach drauf gewesen? Dann haben die gesagt, nee, wieso? Ich habe das doch auf dem Gel, das ist dann getrocknet. Und manche haben das dann auch mit dem Föhn gemacht, weil ich denen das gesagt habe. Aber nö, versiegeln, warum? Das ist doch alles trocken. Ja, klar. Aber wenn es trocken ist, dann gehen ja auch die Fasern wieder runter. Ja? Also bitte denkt dran, immer versiegeln. Also ich finde, das ist schon mal ein toller Effekt. Ist doch Hammer, oder? Guckt euch das mal an. Also ich finde, das ist schon mega, gell? Da kommt doch mal ein Auge raus. Da sieht man doch endlich mal ein schönes Auge. Das macht nämlich eine ganze Menge aus, wenn man einfach damit drüber geht. Also ich finde das schon wirklich ganz, 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 ganz mega toll. So, dann werde ich das Ganze auf der anderen Seite auch nochmal machen. Ich fange wieder an mit dem Epic. Die Haare aus dem Gesicht, bitte. Mit dem Epic. Ach, es ist eine himmlische Stille. Die Männer sind alle draußen in der Werkstatt am Kartschrauben. Ne, Besuch ist dabei. So. Ne, Vergleich Epic mit 3D ist schon ein Unterschied. Also mit 3D wird es definitiv noch etwas voller, wie man sieht. Deswegen werde ich jetzt auch hier direkt mit den Fasern nochmal nachgehen. Ich werde eben nochmal kurz einmal auf den Handrücken ganz eben abrollen. Das heißt nicht fest andrücken, sondern ganz eben nur andrücken. Ja, das ist eben, damit ich nicht die ganzen Fasern dann hier unten rumliegen habe. So. Also man sieht schon, dass das extremer ist, ne? Oh, da föhne ich hier jetzt unten. Tada. So, und dann nochmal. So, jetzt lasse ich ihn gleich unten liegen, sonst liegt er gleich wieder unten. Und zum Abschluss dann wieder mit dem Geh rüber, damit das Ganze schön versiegelt wird. Ich sehe nicht, was ihr schreibt. Ich sehe, dass ihr was schreibt, aber ich kann nicht sehen, was, weil ich ja meine Brille nicht auf habe. Wie gesagt, ich werde nachher dann eure Sachen kommentieren zu dem, was ihr da schreibt oder wenn ihr Fragen habt. Apropos, ich freue mich auch, wenn ihr hier kommentiert. Ich freue mich auch, wenn ihr dieses Video teilt und liked.
Das wäre ganz, ganz toll, damit auch andere das sehen können. So, das haben wir erledigt. Da brauche ich nochmal meinen Q-Tipp. Kurz nochmal eben ein Pünktchen hier oder da beseitigen. Ah, da habe ich unten noch vergessen. Na, unten hier. Da werde ich nochmal eben einmal lang gehen. Zack. So. Ist immer gar nicht so einfach, ne, das zu machen und dabei zu reden. Insbesondere, wenn es hier um die feinen Härchen geht, was ja nicht so mein Ding ist. Aber ich mache das, Kirsten zuliebe. Und Kirsten, es hat gar nicht wehgetan, wenn du das jetzt siehst. So. Somit sind wir. Da sitzt unsere Miezekatze, die ist jetzt aufgescheucht, weil die Pussy hat den Föhn gehört, ne? Und das mag die eigentlich gar nicht. Immer wenn es so Föhn oder irgendwelche Staubsaugergeräusche gibt, dann sucht sie immer das Weite, die Miezekatz. Und jetzt sitzt sie hier und guckt mich ganz vorwurfsvoll an, wie ich in ihrer Mittagspause hier föhnen kann. So, okay. Das haben wir erledigt. Thema Augen können wir abhaken. Thema Augen ist vorläufig erledigt. Das heißt, ich kann vielleicht noch mal ganz kurz einen Eyeliner ziehen, einen Kajalstrich ziehen. Das mache ich mal ganz kurz. Dann nehme ich den Prosperus oder so. Namen sind nicht so einfach hier, aber ich werde nachher alle diese ganzen Produktnamen hier auch wieder einschreiben, damit ihr das nochmal nachverfolgen könnt. Und wie immer nehme ich auch gerne den weißen nochmal, den ich direkt oben drauf setze. Um das Auge einfach noch mal ein bisschen zu vergrößern. So, ein ganz bisschen, das reicht auch schon. Dann habe ich das auch schon erledigt. Thema Augen ist schon mal erledigt. Kommen wir zu dem Thema Lippen. Lippen werde ich heute in drei Steps machen. Ich werde einen Lip Liner zur Umrandung auftragen. Ich werde einen Lippenstift, die Farbe Loaded, auftragen. Und zum Schluss werde ich dann als Gloss quasi, werde ich dann noch unseren Hottie oben drauf geben. Weil der Hottie, das ist ja ein sogenannter Lippenplumper, ein Lippenbooster. Damit können die Lippen, damit werden die ein bisschen voller, ja. Sie sehen einfach fülliger aus. Sie werden durch einen Kollagen, werden sie quasi, ja, ich sag mal, leicht aufgepumpt, wenn man das so sagen darf. Aufgepumpt ist ein bisschen heftig. Sie werden einfach voluminöser, nennen wir das so. Ich glaube, das klingt etwas besser. Und Hottie sollte man am besten abends anwenden, ne? Wenn ihr das also regelmäßig abends anwendet, dann werdet ihr auch diesen Effekt sehen, ja, dass die Lippen einfach fülliger sind, dass sie schöner sind. Aber man kann das natürlich auch tagsüber anwenden, entweder einfach so als leichten Lipgloss, weil man einfach farblosen Gloss drauf haben möchte und gleichzeitig auch wieder diesen Booster-Effekt dabei hat. Oder aber auch als Abschluss auf den Lippenstift. Das werden wir heute probieren auf meiner Business-Seite, die ich hier auf Facebook habe, Lash Power bei Manu. Da habe ich ja auch gerade, gestern war es, einen Artikel dazu reingestellt, was ihr alles mit dem Hottie noch anfangen könnt. Ja. Also werde ich jetzt erstmal anfangen. Ich habe hier die Farbe Posch. Der Stift wird auch immer kleiner, weil Posch ist auch eine Lieblingsfarbe von mir. Damit werde ich jetzt erstmal die Lippen umranden, das Lippenherz etwas ausfüllen bzw. anzeichnen. So. Posch ist so eine schöne Farbe. Ich liebe ja so diese Pinktöne, Lilatöne. Das ist ja so, ist ja so meine Welt, ne? Das Schöne ja an diesen Stiften ist, dass sie wirklich sehr, sehr weich zeichnen. Das sind also keine harten. Andere Firmen haben auch solche Lip Liner. Ja, die sind dann sehr hart. Die kratzen schon fast auf den Lippen. Und ja, mal davon abgesehen, dass die Farbe gar nicht hält, im Gegensatz zu dieser. Ja, hier male ich ja sogar manchmal die Lippen ganz aus und nehme den quasi als Lippenstift, weil die so mega, mega toll halten und so weich auch sind. Ja, aber
wie gesagt, und sie sind ja wasserresistent. Da kann ruhig mal Wasser drüber laufen, da passiert nichts. So, jetzt kann ich natürlich schlecht sprechen, wenn ich die Lippen mache. So. Immer schön das Lippenherz ausmalen, denn ihr habt alle irgendwie ein schönes Lippenherz und sonst malt ihr euch eins, wenn ihr keins habt. Ja, also dieser Lip Liner ist ja auch dazu da, damit zum Beispiel Lippenstifte nicht so, wie sagt man, so schön ausbluten, ja, weil Lippen haben ja immer auch leichte Fältchen. Das heißt, wenn sich auch so flüssiger Lippenstift oder sowas da in diese Fältchen setzt, dann kann das schon mal nach außen hin verlaufen. Das zieht dann richtig so raus. Deswegen spricht man auch von Ausbluten. Das passiert dann nicht. Das geht dann halt wirklich nur bis zur Umrandung dieses Lipliners und weiter kann es dann nicht gehen. So, dann nehme ich hier meinen Lippenstift. Und wo ist jetzt mein kleiner Stift? Wer sucht, der findet. Ja, hier finden wir scheinbar gerade mal nicht. Auch in meiner Pinseltasche nicht. Na, wo der wohl abgeblieben ist. Egal, nehme ich den jetzt direkt. Ich habe hier die Farbe Loaded. Loaded, wie ich finde, ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Trage ich jetzt auch auf. Die Lippenstifte auch immer sehr weich, sehr pflegend, sehr, sehr haltbar vor allen Dingen. Sieht schön aus, ne? So. So, Dille. Thema Lippen, auch schon so gut wie abgehakt. Ich werde mir noch ein ganz kleines bisschen Rouge auflegen. Da nehme ich die Farbe Spirited von unserer limitierten Edition, die es kurzfristig gibt. Eine sehr schöne Farbe, wie ich finde. Den Fischmund nicht vergessen. Sodele. Immer auch alles ein bisschen verblenden. Sodele. Das haben wir auch schon fertig. Ist doch alles ratzfatz gemacht. Man braucht immer gar nicht so lange. Das geht immer alles sehr schnell. So, und dann habe ich gerade noch gesagt, werde ich ja den Hottie dann auch nochmal dazu nehmen. Hottie ist, wie gesagt, dieser Lippenplumper. Den werde ich gleich rübergeben. Übrigens, zu dem Hottie sei nochmal gesagt, den gibt es ja im Moment im Angebot. Entweder als Dreier-Set. Gut, ihr könnt ihn auch alleine kaufen, dann kostet er halt mehr, als wenn ihr den im Dreier-Set kauft. Oder in Verbindung mit unseren schönen Mascara oder mit dem Wimpernserum, wie auch immer. Wenn ihr das übrigens als Set mit diesen Wimperngeschichten zusammenbestellt, dann zahlt ihr tatsächlich für den Hottie 50% weniger. Also da kann man super toll sparen. Beim Dreier-Set nur Hottie, ja, da spart ihr 20%. 20% ist auch eine Menge. Dann habt ihr auch mal einen über zum Verschenken. Ich sag mal, es kommt Nikolaus. Ihr könnt den verschenken, wann immer ihr wollt, zum Geburtstag. Den könnt ihr nämlich wirklich jeden schenken, weil sowas kann man immer gebrauchen. Und da der auch farblos ist, passt der auch zu jedem. Ja, also da kann sich auch niemand irgendwo dann aufregen, zu hell, zu dunkel, wie auch immer. Ist farblos, gibt einen leichten Glanz, ist pflegend. Und deswegen, jetzt gebe ich den auf diesem Lippenstift. Deswegen, auch das kann man machen. Ne, seht ihr mal den Unterschied? Ich habe den jetzt mal nur auf einer Seite drauf gemacht. Ne? Also ist schon ein Unterschied, ne?
Es wirkt schon mal, diese Lippe wirkt jetzt dicker, obwohl da hat sich noch nichts getan. Es kann sich so schnell nichts tun. Aber ich sag mal, so ist es auch wieder ein leichter Booster-Effekt, ja? Indem man das einfach oben drauf gibt. So, jetzt hat man richtig schöne, glänzende Lippen, die halt recht füllig aussehen damit. So. Tja, was soll ich sagen? Ich bin sogar schon fertig. Ich habe alle Produkte genutzt, die ich wollte. Mehr will ich heute gar nicht machen. Es soll natürlich sein. Da setze ich doch gerade mal die Brille auf und gucke, was ihr so schreibt. Grutjes, ja. Oh, Lars, siehst du, Lars, mit dir wollte ich auch noch sprechen. Vielleicht sollten wir mal telefonieren später. Ja, meine Lieben, ich habe, wie gesagt, ein kurzes Make-up aufgetragen, ein schnelles Make-up, habe euch heute mal den Mascara in Verbindung mit dem 3D gezeigt. Ihr könnt das Video gerne nachher zum Anfang nochmal schauen. Dann seht ihr mal, dass ihr eigentlich bei mir gar keine Wimpern seht. Aber was ich halt tun kann, wenn man einen Mascara dazu nimmt. Ich kann jetzt auch noch, das mache ich jetzt auch Spaß mal, ich zeige euch mal, wie der Effekt ist, wenn ich noch mehr Wimpern haben möchte. Ja? Ich kann ja den so oft auftragen, wie ich will. Ich sage immer so, gerade die jungen Mädels unter euch, die sich auch gerne diese Fake-Wimpern ankleben. Die wollen ja eben recht lange haben, richtig dicke, voluminöse haben. Und das kann ich also mit diesem 3D-Mascara genauso erreichen, indem ich das eben dann vielleicht zwei- oder dreimal auftrage. Ja? Also je nachdem, wie oft ich das auftrage, desto dichter wird es. Ich kann es ja auch Spaß einfach mal machen. Ich nehme einfach mal noch eine Schicht dazu, nehme dann als erstes wieder das Transplanting Gel. Ja? Das ist diese flüssige Mascara. So. Und werde dann direkt, weil das muss noch schön nass sein, wieder die Fasern auftragen. Die Fasern, wie gesagt, ganz leicht eben einmal abrollen, damit sie nicht sofort runterbröseln, weil sie sind halt sehr, sehr leicht. Seht ihr ja hier, ne? Zack, dann fallen die runter. Und wenn man das jetzt nicht anrollt, dann sieht das oder dann fällt das halt ins Auge. Das ist dann recht unangenehm. So, Mädels, guck mal, wie sich das verdichtet. Und das ist jetzt erst das zweite Mal. Ich werde auch wieder den Föhn nehmen. Der Föhn hat ja auch den Vorteil, dass die Fasern, die da vielleicht noch so lose sind, auch gleich wegfliegen. So. Da könnt ihr auch schon mal wieder den Unterschied sehen. Ich werde mal kurz wieder meine übergemalten Restchen entfernen. So. Ah, da ist noch etwas Dunkles. Also, ne, ist doch ein Unterschied, oder? Wenn das trocken ist, gleich auch noch mal wieder mit dem Gel hinterher zum Versiegeln. Cindy. Meine Cindy, die ist ganz aufgeregt. Ich in der Stube mit dem Föhn, das hat sie überhaupt noch nie gesehen. So. Und jetzt könnt ihr mal gucken, das sind wirklich die gleichen Wimpern wie vorher. Ich habe da ja nichts angeklebt. Ihr seid ja nun wirklich live dabei. Und guckt euch doch mal diesen Unterschied an. Ist das nicht krass? Und so kann ich zwei, drei, viermal diese Prozedur wiederholen, wenn ich möchte. Ja, ich kann auch nochmal nachfüllen. Oh, Cindy ist gut. Hat Ralf die Tür zugemacht, deswegen kannst du nicht raus, ne? Deswegen kannst du nicht raus, Süße. Cindy, willst du mal Hallo sagen hier? Komm mal her.
Guck mal, das ist meine süße, liebe Cindy. Und die mag den Föhn nicht, die arme Maus. Das ist die Cindy, ne? Da seht ihr manchmal auch ein Bild. Auf meinem Profil habe ich auch gerade ein Bild. Die springt auch ganz oft bei mir auf den Tisch, wenn ich beim PC sitze. Dann liegt sie auf der Tastatur. Damals ging das noch, da war sie eine kleine süße Maus. Heute ist die kleine süße Maus etwas größer. Ne? Sag nochmal Tschüss. Süße. Sodele. Ja, heute ist die süße Maus etwas größer und passt nicht mehr auf die Tastatur, obwohl sie immer das Gefühl hat, sie müsste dahin. Das ist schon ganz interessant. So, ich setze mal gerade die Brille auf, weil da sind wieder ein paar Leute dazugekommen. Hallo Bernd, schön dich zu sehen. Andi guckt auch zu, Karina guckt zu. Ja, meine Lieben, guckt euch diese Wimpern an. Hier jetzt zweimal mit dem 3D quasi zusätzlich bearbeitet. Und ihr seht schon, dass das doch ein ganz anderer Erfolg ist, dass die wesentlich dichter sind als auf dieser Seite. Hier ist nur einmal 3D. Und es ist schon ein Unterschied, ja. Also man sieht, dass diese wesentlich voller sind. Sie sind länger geworden, weil ich natürlich ein zweites Mal drüber gegangen bin. Und ja, also diese Mascara ist einfach einmalig. Ich kann es nicht anders sagen. Ich werde auch noch mal die andere Seite ganz schnell eben mal machen. Aus mein Schnell wird jetzt hier, ne? Etwas länger, aber ich nehme die Zeit auch gerne für euch, damit ihr das sehen könnt, den Unterschied. Weil ich sage mal, erzählen tun sie alle. Auf jedem Mascara steht drauf, meiner kann das und ich kann das. Und jeder hat die Erfahrung gemacht, wie ich auch, dass gerade diese Teuren das überhaupt nicht so rüberbringen, wie sie es immer versprechen. Und das hat mich so geärgert damals. Und deswegen habe ich mich für Unique entschieden. Und das war auch das Beste, was ich tun konnte, wenn es hier gerade um solche Produkte geht. Also, und nicht nur das, ne? Ihr könnt da richtig mit Geld machen, wenn ihr wollt. Ihr könnt aber auch einfach nur für euch preisgünstig einkaufen. Ihr könnt auch einfach nur das Kidnapper-Set euch holen und sagen, ihr wollt die ganzen Produkte geschenkt haben. Da sind nämlich diese Sachen auch mit drin, diese Mascaras und das Serum und ganz vieles, vieles, vieles mehr für ganz, ganz schmales Geld. Aber meistens ist es so, dann holt man sich das Set und dann stellt man fest, oh, die Produkte sind so geil, weil die Freundin fragt, boah, was hast du für geile Wimpern? Welche sind das, die du dir da aufgeklebt hast? Und dann sagst du, nix habe ich mir aufgeklebt. Ich habe die getuscht und da sagt die Freundin, never ever, solche Wimpern, wie soll das denn gehen, ne? Aber wie ihr seht, es geht. Und tja, so einfach kann es sein. Und das Schöne ist, ich habe keinen Kleber irgendwo an den Wimpern dran, ja, der mich da ärgert oder sonstiges. So, ich werde nochmal föhnen. Miezekatze, ist sie weg? So. Und dann werde ich nochmal wieder mit dem Gel, das Gel ist immer in einer etwas längeren Tube drin, das Ganze wieder versiegeln. Also ich finde, das ist schon also wirklich Oberhammer. Was diese Mascara hier macht. Die linke Seite kriege ich übrigens immer nicht so schön hin wie die rechte, weil als Rechtshänder ist rechts meine schöne Seite und links nicht. Aber egal. Geht euch das auch so? Habt ihr auch so eine Seite, die immer geht und eine Seite, die irgendwie nie will? So, das war das. Nochmal einmal kurz korrigieren. So. Seht ihr? Eigentlich geht das ganz fix.
Wenn ich jetzt nicht so viel geredet hätte, wäre ich ja viel, viel schneller fertig gewesen. Aber ich wollte euch das einfach mal eben zeigen, wie schnell, wie einfach so etwas geht. So, noch ein bisschen durch die Haare wuscheln hier. Und zack, ist man auch schon fertig und kann schon rausgehen. Und guckt mal, was alleine die Augen für einen Ausdruck bekommen im Gegensatz zu vorher. Ja, also sie sind viel, viel ausdrucksstärker. Guckt euch diese Lippen an. Ich habe sie ja jetzt mit dem Hottie noch bearbeitet. Ja, also einfach eine tolle Sache, einfach eine sehr schöne Sache. Ich wollte euch das einfach nur alles mal zeigen heute. Und ja, das war ein schnelles, ein kurzfristiges Video. Ich würde sagen, ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend. Morgen ist schon wieder Freitag. Das Wochenende ruft. Ich höre es schon rufen. Es ist nicht mehr weit weg. Ich freue mich schon. Wir sind in Hasewinkel, werden dort Zeitnahme machen. Und ja, mal sehen, wie das Wetter wird. Ich lasse mich überraschen. Euch wünsche ich, wie gesagt, einen tollen Abend. Schreibt doch einen Kommentar drunter. Hat es euch gefallen? Würde mich sehr freuen. Teilt bitte dieses Video. Kommt auf meine Seite, Lash Power by Manu. Auch auf YouTube werdet ihr nachher das Video finden. Auch da würde ich mich immer über Likes freuen. Ja, kommt einfach dazu. Schaut euch es an. Schaut euch meine Seite an. Schaut euch die Angebote an. Profitiert davon. Die Angebote gibt es übrigens bis zum 31. Oktober, insbesondere jetzt mit dem Hottie. Was ich da auch nochmal sagen muss, genau, wenn ihr ein Lippenprodukt dazu bestellt, ist ja ganz egal, was ihr bestellt. Vielleicht wollt ihr auch eine Liquid Foundation bestellen oder whatever. Wenn ihr irgendein Lippenprodukt dazu nehmt, sei es zum Beispiel der Hottie, dann habt ihr auch noch versandkostenfreie Lieferung. Das heißt, ihr zahlt nicht die Versandkosten. Ich glaube, die liegen bei 4,95 um den Dreh. Die könnt ihr euch auch noch sparen. Also einfacher geht's nicht. Ihr könnt direkt bestellen, ihr könnt es über mich ordern, es bei mir abholen, je nachdem, wie ihr das gerne hättet. Kein Problem. Ich danke euch jetzt schon im Vorfeld und lasst ein Daumchen hoch da. Ich wünsche euch was. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.